Moin Leute, willkommen zurück. Wieder eine Runde Foundation. Das Game lässt mich nicht los. Und ich will weiterkommen, ne? Gibt noch viele neue Sachen zu entdecken. So, wir haben gesagt, dass wir das Kloster im Moment voll genug haben. Beziehungsweise als nächstes wollten wir noch mehr Soldaten haben. Beziehungsweise den Bauernhof, genau. Wir machen erstmal den Bauernhof. Ganz wichtig. Und dann gucken wir mal, was wir weiterhin brauchen. Wir können den Marktplatz ja eigentlich auch schon mal hier erweitern. Ja, Rohstoffe fehlen. Müssen wir eine größere Eisenschmelze machen? Das Eisenerz ist jetzt aber auch nicht so berauschend viel, ne? Oh ja, stimmt. Edelsteine. Es gibt ja auch noch Edelsteine, die dabei geborgen werden können, ne? Besteht ja immer so ein kleiner prozentualer Chance. So, der Vogt. Hat der Vogt was zu tun? Der Vogt hat, glaube ich, nichts zu tun. Dann geht der nochmal gucken, dass wir vielleicht noch ein Goldvorkommen finden. Das wäre dann so die nächste Richtung, wo wir uns hinbegeben müssten. Hier wäre nochmal ein Eisenvorkommen. Also es breitet sich jetzt schon krass aus. Wir wollten die Milchproduktion, glaube ich, angehen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und dementsprechend schauen wir mal. Oh, nee, 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 nee. Das Problem ist natürlich, Holz zum Bauen ist natürlich im Moment ein bisschen blöd, weil wir halt die weiten Wege haben, ne? Weil wir das ja hier oben erstmal alles weggecatcht haben wollten. Okay, ihr fangt auch an, sehr gut. Dann sind die alle aktiv. Aber wir könnten doch genug Brot haben, glaube ich, um die nächste Handelsroute freizuschalten, oder? Jawohl. Von den Dingern, das verstehe ich irgendwie nicht. Die werden echt langsam produziert, ne? Von den Schreibern. Und wenn wir Pech haben, müssen wir die nachher noch irgendwo speziell drin haben, oder? Oh, lasst mal gucken. Ja, wir könnten auch noch Wildschweine verkaufen, aber also mit dem Handeln gefällt mir das Ganze schon mal sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war in dem alten Teil halt eine Geldgenerierungsquelle, finde ich. Weil es sich irgendwie gefühlt selten gelohnt hatte, aber so, der Bischof plant, eine größere Ladung Weizen zu kaufen, da den Mönchen ein nah und bloßes Nahrungsmittel ausgehen. Einer Kaufleute hat euren Bauernhof bemerkt und macht euch ein Angebot. Zweihundert in 15 Tagen. Und damit würden wir gerade wieder unsere komplette Brotproduktion killen, ne? Die sind jetzt gerade bei der Aussaat, ne? Ich weiß nicht, wie viele Tage das dauert. Ich hoffe, ich habe mir damit jetzt kein Eigentor geschossen. Reichen 14 Tage von Saat bis Ernte? Das ist die Frage, ne? Wir werden es rausfinden. Auf die leichte oder auf die harte Tour. Okay, wir haben gleich alle Gebäude voll, das ist sehr gut. Wenn wir die Gebäude voll haben, gehen wir als nächstes hin und pumpen Soldaten. Und dann bin ich mal gespannt, ob es für die Soldatenmissionen immer noch okay, die da hinten haben jetzt nicht so viel geschafft. Ah, sollte davon vier Bauernhöfen. Sollten wir doch das Lager hier gefüllt kriegen mit 200, oder?
Ja, wir müssten auf jeden Fall noch mal gucken. Das Problem ist, möchte jetzt haben, behauene Steine 100. Ja, das müssen wir noch mal probieren, ne? Probieren wir das nochmal. Wir haben jetzt zwei, die dran ackern. Wobei das beim letzten Mal gefühlt schon eine Ewigkeit gedauert hat, ne? Weiß halt auch nicht, ob wir hier vielleicht hingehen und noch so einen zweiten machen, weil wir hier oben ja eigentlich jetzt steintechnisch. Wir lagern hier zweimal behauene Steine. Das ist natürlich komisch. Da haben wir hier oben die ganze Zeit gar nichts eingelagert an Steinen. Das ist ja voll dumm. Holz, Stein, Bretter, Werkzeuge. Okay, jetzt passt es auf jeden Fall besser. So, Haushaltswaren sind wir fast voll. Genau, wir wollten auch die Märkte mit den Haushaltswaren noch erweitern. So, jetzt haben wir alles voll. Das ist sehr gut. Das heißt also, alles, was jetzt. Ach, die wohnen gar nicht zwangsläufig hier drin. Stimmt, die haben ja auch manchmal, dass die sich in den Häusern verzogen haben, ne? Ja, die behauenen Steine sind echt ein Problem, ne? Aber warum? Ich verstehe es nicht. Na gut, die Kollegen hier laufen ja alle jetzt endlos, ne? Da müssen wir auf jeden Fall uns gleich mal was überlegen, was wir machen. Die nächste Expansion steht bevor, aber. Zeichnen wir so gut es geht nach, ne? So, dann wird zwar jetzt da oben garantiert nichts mehr abgebaut, aber da können wir erstmal mit leben. Jetzt ist nur halt wirklich die Frage, ob wir hier wirklich noch. Eigentlich müsste doch. Ich verstehe es nicht, warum hier nichts. Ist denn hier gerade irgendwas auf dem Weg?
was geliefert wird. Es kann sein, dass der irgendwo nach da hinten noch läuft, ne? Das hier, aber hier sind 40 Stück drin. Theoretisch würde ich sagen, wir da wirklich noch einen hinsetzen, ne? Ja, das mit dem Holz wird sich gleich wieder einspielen, Leute. Keine Panik. Keine Panik. So, aber wir sollten jetzt auf jeden Fall warten wegen Weizen. Hat mal 100 eingelagert. Aber okay, die fangen auch jetzt gerade erst an zu ernten, ne? Ja, das sollten wir schaffen. Das sollten wir, glaube ich, schaffen. Zweiundsiebzig sind vorrätig. Ja. Okay, das haben wir geschafft. Das ist sehr gut. Dann können wir das hier wieder freigeben, weil unsere Brote sind im Eimer. Aber das ist alles nicht schlimm, ja? Wir haben hier wirklich, wirklich gut. Vorproduziert, sag ich mal. An Glückseligkeit. Aber die behauenen Steine. Oh shit. Wie kann ich denn jetzt sehen, wen ich da als letzten zugeordnet habe? Müsste doch dann hier von einer sein, oder? Und der hat nämlich kein Zuhause, genau. Der ist dann jetzt arbeitslos. Na, musst du jetzt einmal auspingen, oder was? Der wieder als, ups, als arbeitslos zählt. Oder ist das jetzt ein arbeitsloser Soldat? Wahrscheinlich muss er irgendwie einmal hinlaufen und seinen Beruf aufgeben. Ne? Fische dürfen wir aber jetzt nicht machen. Wo ist der denn jetzt hin? Ich möchte den gerne befördern. Ach ne, das ist ein Novize. Oh. Ach, der ist Rekrut, ist der geblieben. Okay, das ist natürlich doof.
Das ist natürlich doof geblieben, doof, dass er dann einfach nur ein arbeitsloser Soldat ist. Und haben wir jetzt natürlich ein bisschen verkackt. Gefühlt dauert das aber auch Ewigkeiten, ne? Warum dauert das so lange? Wir haben ja auch nichts, wo wir produzieren, wo wir das verbrauchen, oder? In der Produktionskette. Konstruktion. 15. Was heißt denn Konstruktion? In Benutzung 15. Was heißt in Benutzung 15? Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Oh, das ist ein geiles Feature. Das gab es früher auch noch nicht, dass man sich das so anzeigen lassen konnte. So, aber jetzt nochmal eben schnell, bevor ich das wieder verballer. So, und was haben wir jetzt hier noch gesagt? Was haben wir jetzt noch an... Wir haben jetzt alles besetzt, ne? Wir haben es endlich geschafft. Wir haben alle Arbeitsplätze besetzt. Das ist sehr schön. Oh, wir sind von hoch auf Maximum gegangen. Das ist ja krass. Also könnten wir theoretisch hier auch noch eine Steinmetzhütte hinbauen, weil die Aufgabe scheint ja häufiger zu kommen, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwie die Karten mitlegen. Und uns da jetzt irgendwie mit schaden, dass wir da unsere ganzen Steine verballern. Im schlimmsten Fall können wir es halt immer noch verkaufen, ne? Hier haben wir ein Bärenproblem. Na, wir müssen unbedingt hier hoch expandieren, ne? Bin mal gespannt. Theoretisch müsste das erreichen, wenn ich da sage, maximaler Lagerbestand, oder? Dann werden die doch nicht mehr ausgelagert, oder? Dann müssen die sich halt jetzt einmal alle hier bedienen. Ach, da sind gar keine, okay. Aber es ist ja eigentlich alles im Rahmen. So, Stein gegen Fisch würde ich jetzt ungern machen, weil ich will die Aufgabe hier fertig kriegen, ne? In 4 Tagen kommen neue Leute. Ne, da kommen schon neue Leute. Das heißt, wenn das hier gleich fertig ist... 12 von 10?
Wieso habt ihr zu viel dahin gebracht? Scam? Braucht da jemand zwei Bretter für zu Hause oder was? So, dann wollen wir eben schon mal einen befördern. Wir müssen das hier im Auge behalten, wenn es gleich fertig ist. Ja, Melina, komm, mach das fertig. Ah, los, 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 los. Das kann sein, dass wir das schon wieder verkacken, ne? Boah, das wäre doch echt mies. Maximaler Lagerbestand muss ja heißen, es wird nicht mehr rausgegeben. Das kann echt nicht sein, dass wir das verkacken, oder? Warum ist es so schwierig, diese behauenen Steine herzustellen? Ja, okay, wieder verkackt. Das heißt aber, bei den behauenen Steinen haben wir jetzt eingegeben. Machen wir alles über 100. Darfst du verkaufen. Davon sollten wir jetzt immer 100 gelagert haben. Weizen haben wir auch einen recht guten Puffer. Muss man ja so sagen. Hier ist da die Reihenfolge anders. Das, manchmal verstehe ich das nicht. Gut. Das scheint aber auch alles zu laufen. So, und jetzt gleich haben wir hier noch unsere nächsten... Okay, dann haben wir halt jetzt einfach 20 Soldaten, ne? Dann die restlichen Soldaten wohnen dann in Häusern anscheinend, wa? Okay, ist auf jeden Fall gut belegt. Weiß nicht, müssen wir denen da eigentlich auch noch irgendwie ein bisschen für sorgen, dass die, ich sag mal, eine schöne Umgebung haben. Anscheinend. Okidoki, okidoki, okidoki. Die Holzproduktion erholt sich auch irgendwie nicht so wirklich, ne? Wir haben dann jetzt doch anscheinend einen zu hohen Holzverbrauch. Die laufen auf jeden Fall noch dahin, das ist sehr gut. Gut, wir sollten ein neues Projekt starten. Okay, warum steigt hier der Bestand nicht von den Beeren?
heißt maximaler Lagerbestand nicht. Ich weiß es nicht. Okay, zwei Nonnen können wir da noch einstellen irgendwann. Dann haben wir das auch voll. Ich check es gerade nicht, was maximaler Lagerbestand heißt. Das hätte jetzt für mich gehießen, dass es halt maximal eingelagert wird, oder? Was fehlen denn für Rohstoffe? Steinernes Gutshaus, Besteuerung von Bergbau, Besteuerung von Getränken. Okay, könnten wir alles machen, aber ist jetzt nicht. Ist jetzt alles nicht so wichtig, oder? Aber wir haben hier ein neues Edikt, aber wir haben kein Edikt freigeschaltet. Das heißt, wir können in der Arbeiterschaft. Das sind aber Privilegien. Achso, das sind ja auch Privilegien, Entschuldigung. Guter Leumund. Unterhalt. Oh, jetzt habe ich das nicht geliefert, ne? Ich bin doch dämlich, dass er das nicht automatisch liefert. Jetzt habe ich das verpennt, oder was? Katastrophe, Katastrophe. Unterhalt von Arbeiterschaft, Gebäuden, ignorieren den Einwanderungsfaktor. Konkurrente Steuer ohne Strafe erheben. Einfluss von Arbeiterschaft und Königreich ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das Beste ist, ne? Das ist ja Strafe für Nicht-Exklusivität, aber was heißt denn das? Wo kann ich denn sehen? Ich bin mir nicht sicher, ob das das Beste ist, aber... Inwiefern ändert sich jetzt hier was? Königreich und Klerus, ne? Die Sachen sind gerade echt schwierig zu bekommen. Muss man einfach so sagen. Das muss man einfach so sagen. Wir fangen mal an, Luxusgüter noch zu verkaufen, ne? Zumindest hier ziemlich zentral in der Mitte. Okay, dann haben wir das auch voll.
So, was hatten wir denn jetzt? Wir hatten jetzt unsere Soldaten alle mit einem Schwert ausgestattet. Die sind noch in der Grundausbildung. Sollten wir vielleicht noch warten, bis alle voll ausgebildet sind? Ja, ne? Macht vielleicht mehr Sinn. Okay, also. Ja, den Sprung dort oben, ein neues Dorf aufzubauen. Habe ich gerade irgendwie ein bisschen Probleme mit, weil Holzmangelware ist. Warum ist Holzmangelware? Das ist eine gute Frage. Weil da unten gefühlt der Förster nicht nachkommt, ne? Hier in der Ecke kriegt der Förster das ja gut hin. Aber da haben wir, glaube ich, nur zwei. Also Fisch ist wieder easy going, ne? Oh, das ist gar kein Luxusgut, aber Kräuter sind Luxusgut. Und das andere ist anscheinend eine normale Handelsware. Dann machen wir das nochmal so. Irgendwie ist das Bärenbräu auch... ja, wir haben einfach zu wenig Beeren, oder? Aber drei konnte ich da nicht ransetzen, das geht nicht. Zwei war Maximum. Sei denn, aber ich weiß nicht, was hier beim Kloster hinterher noch dazu kommt. Ne? Das Kloster muss doch irgendwie auch hinterher noch mehr Sachen haben, oder? Ich weiß es nicht. Das bleibt alles noch abzuwarten. Kein Zugang zu Gottesdienst. Willst du mich veräppeln? Ah, der ist immer noch nicht fertig. Der braucht immer noch Steine. Da gehen die ganze Zeit die Steine hin, oder was? Wer hätte es geahnt? Was macht der Vogt? Vogt macht wieder gar nichts, ne? Was ist denn, wenn wir da versuchen, Einfluss zu gewinnen? Kann ich auch mehr als einen Vogt haben? Das wäre auch eine gute Frage, ne? Also wir hätten hier unten auf jeden Fall noch massig Wohnungen oder Platz für Wohnungen. So, das heißt, na, wir könnten ja hier unten das hier von jeder Seite einen Eingang oder was? Wer kennt es nicht, die Kühe, die am Strand wohnen?
Machen wir erstmal Verhältnis 2 zu 1 und gucken, was passiert. Es gibt keinen schöneren Anblick als einen Berg aus Beeren, so wie der, den ihr in euren Speichern angehäuft habt. Dieser rote Wohlstand beruhigt Dorfbewohner, da sie wissen, dass sie für eine Weile wohl genährt sein werden. Na denn. So, mal eben pausieren. Dann hoffen wir mal, dass die in 3 Tagen das abbauen, weil das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das nicht so ohne weiteres hinkriegen. Ja, ne? Das kriegen wir hin. Heute hat er noch gar keine verkauft. Kann das sein, dass wir dafür erst wieder aufwerten müssen? Stufe jetzt einfach mal alle Baumeister hoch. Ich verkacke hier gerade eins nach dem anderen, ne? Ich verstehe aber auch nicht, warum beim Ablauf. Gut, wir hatten, glaube ich, jetzt nicht genug Weizen, bin ich mir nicht sicher, aber warum das nicht nach Ablauf automatisch abgeliefert wird, ne? Ich will echt noch einen 5. bauen, ne? Aber ich tue mich gerade schwer, wohin. Ich tue mich gerade echt schwer, wohin. Wir müssen anfangen, hier oben zu siedeln. Das heißt, hier wird auf jeden Fall wieder irgendwo ein Bereich entstehen mit 2 Holzfällern. Hier haben wir nochmal Stein, den wir abbauen können. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Aber das muss hier irgendwie ein bisschen flotter laufen mit dem Abbauen.
Boah, was wollt ihr haben, Leute? Das schaffe ich nicht. Also ich glaube, ich muss den Handel der Waren echt mal ein bisschen runterfahren, kann das? Also wir handeln jetzt einfach mal gar nicht mehr, würde ich sagen, ne? Wir handeln jetzt einfach mal gar nicht mehr. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ob dann gleich alles hier zusammenbricht und voll läuft. Weil das ist auch hier das... Also es muss doch, theoretisch muss es doch mit einer Eisenmine möglich sein. Wieso fehlt denn Stein? Was ist das hier für ein Fehler? Hier sind 74 Steine vorhanden. Alle Ressourcen sind verfügbar, ja. Oh nee, ne? Was ist denn das? Diese Weg-Blockiert-Meldung hatte ich schon mal irgendwann. Hat das hier auch irgendwas damit zu tun? Ich kann ja da an dem Bau nichts mehr ändern. Gucken, ob das reicht, dort wieder anzustoßen. Ich hoffe es. Ein weiser Astrologe ist im Dorf erschienen und sagt, ein Unwetter verursacht. Dem fehlen so viele Nahrungsmittel wie möglich einzeln, sondern das Wetter noch mitspielt. Warenmangel? Das ist kein Warenmangel. Hol dir die Sachen und gut ist. Die könnten unzufrieden sein, weil die halt nachher ewig laufen müssen, aber... Fehlende Ressourcen, das ist doch echt, was ist das für ein Kack? Sind doch genug Steine da. Es
Ist halt der Witz, ich kann die Steine halt verkaufen, aber ich kann die Kirche nicht fertig bauen. Dann machen wir das halt so. Und hoffen mal, dass sie diesmal Ende gebaut wird. Sehr ärgerlich. Okay, bei den Kühezüchten kommt nicht irgendwann, dass man das missbraucht. So, da brauchen wir jetzt noch zwei Gemeiner für. Wir haben aber keine Arbeitslosen mehr. Okay. Schleimen wir uns mal weiter beim Klerus ein. Ja, und dann würde ich sagen, war es das für heute schon wieder mit der Folge, ne? Ich hoffe jetzt, dass die Kirche wirklich fertig gebaut wird, ne? Weil, ein bisschen nervig. Holzproduktion kommt auch so langsam wieder in die Gänge. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier oben erstmal noch ein bisschen Wasser alles wegroden. Weiß es halt auch nicht, ne? Hier unten in der Regel wird ja eigentlich gar nichts mehr gebaut. Eigentlich könnten wir hier unten eine Bauhütte wegreißen. Aber das will ich erst später vielleicht machen. Das mit dem Weg blockiert, verstehe ich nicht. Da habe ich gerade ein bisschen Schiss vor, weil ich das, wie gesagt, von früher her kenne. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass das nicht gefixt wurde. Ne? Aber gut, wie gesagt, ne? Wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, lasst gerne ein Like da, würde mich freuen. Kommentare sind immer gern gesehen und ja, ein Abo auch, ne? Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.